Wie war die Zeit mit so einem starken Charakterkopf wie Otto Rehagel? Otto Rehagel? Ich sag mal, Otto Rehagel, wenn ich euch erzählen würde, wie er trainiert hat, seine Trainingsabläufe, die waren jede Woche gleich. Du wusstest, was er am Montag macht, er wusste, geht in den Bürgerpark, macht er seinen Lauf. Du wusstest, Dienstags morgen macht er warm machen, dann spielt 8 gegen 8 auf 2 Tore. Dienstag nachmal bei Konditionstraining, Mittwoch entweder frei oder ein bisschen Ecken und Freistöße am Mittwoch. Donnerstags morgens war dann Konditionstraining und dann wieder auf 2 Tore gespielt. Und nachmittags war Torschusstraining und Freitag war Abwehr gegen Angriff. So. Die Abläufe waren identisch in jeder Woche gleich. Wenn du das heute mit den Spielern machen würdest, sagen, der hat einen an der Klatsche. Wie kann man immer das Gleiche trainieren? Da ist doch keine Neuigkeit. Wir waren überragend erfolgreich und er war clever genug. Er hatte ja auch Spieler gehabt, die waren nicht so einfach. Es waren ja aber ein paar Leute dabei, die etwas kompliziert waren, auch im privaten Bereich. Da schließe ich mich mal aus. Das hat er immer verstanden. Ja. Wenn der eine mal zu spät kam oder mal sonntags morgens nicht so gut aussah, wie er eigentlich aussehen müsste, dann sagt, wissen Sie was, bleiben Sie mal drin, gehen Sie in die Kabine. Er hat alles im intern geklärt. Er hat alles intern geklärt mit dem Vorstand. Nun hat man das Glück gehabt, dass damals nicht jeden Tag Journalisten am Training war oder Fernseher am Training war. Wir haben uns auch gezofft, wir haben uns auch in die Beine getreten. All diese Sachen sind ja nie rausgekommen und Otto hat das immer sehr gut verstanden, da diese nach außen alles zum Guten zu verkaufen. Und der Vorstand damals hat das auch sehr gut mitgetragen. Und von daher war er eigentlich ein cleverer Trainer, hat natürlich auch in vielen Jahren ältere Spieler geholt, von denen er überzeugt war. Und er hatte das Gehen bei Werder Bremen reingebracht nach dem Wiederaufstieg, weil Werder Bremen hat ja jahrelang, das weiß ich, ein Spieltag oder zwei Spieltag Verschluss die Klassen hat erreicht. So. Sind wir abgestiegen, sind wir wieder auf, Gott sei Dank wieder aufgestiegen, wie jetzt auch. Und dann sind wir sofort, haben wir jedes Jahr fast international gespielt. Und er hat beim ersten Spiel in der Bundesliga, haben wir in Gladbach gespielt. Da haben wir früher gedacht, haben wir in Unentschieden gespielt, so knapp verlierst du schon ein gutes Ergebnis. Nein, wir wollen gewinnen, dass wir von überall. Ich sage, gestanden, was erzählt er da? So, Gladbach kann man nicht gewinnen. Doch, und er hat ein Gen reingebracht, den Erfolgsgen und die Begeisterung reingebracht und auch das Selbstbewusstsein, Spiele zu gewinnen. Und seitdem hat Werder immer international gespielt. Nun hat er auch das Glück, bei Werder Bremen als Trainer zu sein. Ich glaube, bei anderen Vereinen, die nicht so aufgestellt sind im Vorstand und in der Presse, das hat die Vergangenheit auch gezeigt, da kam man nicht ganz so gut klar. Also er hat die Vereine gebraucht wie Werder Bremen oder Kaiserslautern, mit denen er ja auch deutscher Meister geworden ist. Da hat er... ist auch mit Griechenland Europameister geworden. Da kam er natürlich wesentlich besser klar als bei den Bayern. Das ist eine andere Kategorie für ihn gewesen. Da war auch seine Frau nicht immer in den Präsidiumssitzungen. Also von Bayern. Denke ich mal, war das alle. Nein, Otto Rehagel war ein außergewöhnlicher Trainer, der. Solche Leute gibt es nicht mehr heute.